Die Winke der Natur waren schon immer eine der ersten Inspirationen für bildnerisches Tun. Merzenbecherduft. Drei Worte zunächst verbinden sich mit solcher poetischen Fügung: Weiß, Leukos, die Farbe, Veilchen, Ion, das Aroma und Frühling, wer der Hauch als Erregung des Gemüts in Bezug auf seinen geistig-seelischen Zustand. Und in Verszeilen des Dichters Richard Demel heißt es: In Tod und Nacht träumte die stumme Botin des Frühlings von Licht und Leben. Ich möchte fragen, genügt eine solche eher schicksalhafte Vision auch als Sinnbild für unsere anschaulichen Erwartungen in dieser Ausstellung? Schon bei flüchtiger Wahrnehmung fällt eine Art kontrapunktischer Gegenüberstellung auf, die der romantischen Anmutung des Titels, allenfalls in nachbarschaftlicher Variation, allein nicht folgen will und augenscheinlich auch nicht kann. Denn jede gezeigte Arbeit kommt einer Enthüllung des Einsamen, Abgeschiedenen, ja des scheinbar übernatürlich Unbekannten gleich, dessen leibhaftiges Dasein eigentlich dem Handeln von Einsiedlernaturen wortwörtlich nachgeredet werden muss. Lapidar könnte ich mutmaßen, die Bildermagazine in den Ateliers sind Vororte des Vergessens. Kunst, so sagt man, fängt bei zwei Leuten an, einer der zeigt und ein anderer der schaut, also ist in solchem Verständnis die Keimfähigkeit in dieser Frühjahrsausstellung nachgerade wortgetreu maßstäblich. Musik.